Meine Lieben, wir sitzen hier ganz ruhig und gemütlich am Lagerfeuer. Ja, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, los Ja, geht's, gleich, auf! Bursch, gleich, gleich, gleich. Wir haben nämlich hier hinter uns das iPhone Mr. Melone und das wollen wir jetzt als nächstes Rätselei spielen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr könnt immer Likes geben für die Eier, die euch gut gefallen, beziehungsweise für das Rätsel, das euch gut gefallen hat. Und derjenige, der von den vier Eiern, die gebaut wurden mit Rätseln, die meisten Likes abstaubt, der bekommt am Ende einen Spawner dafür. Und hier ist es so, wir müssen zu PH-Tagebuch, dann landen wir nämlich unten im Plot. Ja, und hier geht das ganze Thema los. Und das Ganze hat ein riesen Storyboard. Ich weiß gar nicht genau, wie wir das jetzt machen, ob wir das jetzt vorlesen oder. Heute war ein spannender, aber auch sehr komischer Tag. Er startete wieder wie jeder andere. Ich stand auf, machte mir etwas Leckeres zu essen und arbeitete mich auf meine Arbeit vor. Als ich bei einer Arbeitsstelle als Wissenschaftler eintraf, waren vor mir vier Männer in schwarzen Anzügen. Ich ging auf sie zu und fragte sie, ob ich ihnen helfen könnte. Einer von ihnen fragte mich, ob ich hier arbeiten würde und zeigte auf ein Labor. Ich war sehr verwirrt und antwortete mit einem knappen Ja. Sie hatten mich gebeten, mitzukommen. Ich war immer noch sehr verwirrt. Doch nach kurzem Zögern folgte ich ihnen und sie lotsten mich zu einem schwarzen Auto direkt vor dem Gebäude. Auf die Frage, was sie von mir wollten, hatte ich keine Antwort bekommen. Jedoch forderten sie mich dazu auf, in das Auto einzusteigen. Es war ein sehr, sehr abgelegener Ort mit einem rundlichen Gebäude. Die vier Männer begleiteten mich nach innen und sagten, dass ich für sie einen Virus entwickeln sollte, der die Menschen immun machen sollte. Ein Virus, der die Menschen immun macht? Na gut. Zuerst wollte ich ablehnen, da ich zuerst wollte ich ablehnen, da ich für so eine wichtige Stelle nicht geeignet bin. Doch sie boten mir 1 Million Dollar an. Das ist einfach viel zu viel Geld, um so eine Stelle abzulehnen. Also sagte ich doch zu. Ich wurde in einen kleinen Raum gebracht, der einer Kanalisation ähnelte. Ob das die richtige Entscheidung war? Ich bin mir noch nicht sicher. 5.6.2022. Die Versuche liefen sehr gut, doch die Leute, die mich angestellt hatten, forderten mich auch immer wieder auf, schneller zu sein. Ich glaube, die wissen nicht, wie schwer es sein kann, so etwas zu entwickeln in einem eigenen Labor. Heute Morgen bin ich in diesem Labor angekommen. Nein, heute Morgen bin ich in das Labor gekommen und habe etwas gesehen, was mich ersteinern ließ. In dem Labor waren Menschen, damit meine ich nicht Wissenschaftler wie mich oder die anderen, sondern Testpersonen. Das war falsch, das war sehr falsch sogar. Die Forschungen waren noch nicht ausgereift genug. Ich bin sofort zu den Menschen gegangen und habe sie gefragt, was sie hier machen würden. Sie schauten mich an und sagten, sie würden freiwillig bei einer Studie mitmachen. Ich wartete einige Momente, bis sie sich schließlich zu meiner Arbeit zuwandte. Mich zu konzentrieren war unmöglich. Ich hatte die ganze Zeit diesen Gedankenkopf. Was, wenn sie sterben? Ist das meine Schuld? Doch mittlerweile hatte ich mehr Angst vor meinen Arbeitgebern, wenn man das überhaupt so nennen kann, als davor, ein paar Menschen mit einem Virus zu infizieren. 23.06.22. Im Labor der Testpersonen ist etwas Schreckliches passiert. Durch einen Fehler im System ist der Virus entkommen und hat das Labor, in dem die Testpersonen und Proben zu infiziert. Was? In dem die Testpersonen und Proben sind infiziert. Achso, ja. Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich alles in eine rote, feste Masse. Die Testpersonen wurden in eine Art schwarzes Skelett verwandelt. Sie lebten noch. Wobei ich nicht weiß, ob es ihnen gut oder schlecht war. 5 Minuten nach dem Ausbruch wurde die automatische Selbstzerstörung aktiviert, damit nichts nach draußen gelangt hat. Hätte. Hier stehen manchmal komische Worte mittendrin. Ich fühle mich schrecklich. Ich hätte das vermeiden können, indem ich den Virus gar nicht erst erschafft hätte. Wegen mir sind zwei unschuldige Menschen gestorben. Ich muss verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Ich muss mich, das Labor, alle Beteiligten, jegliche Aufzeichnungen zerstören, damit so etwas nie wieder passiert. 29.06.22. Ich denke, ich habe einen Weg gefunden, alles zu zerstören. Wenn ich die Labortechnik von dem Zentrallabor manipuliere, wird der Virus freigesetzt und alles zerstört. Nach exakt 5 Minuten. Falls es mit mir nicht gelingt und jemand das hier liest, es tut mir leid. Regeln. Alle Perks müssen deaktiviert sein. Oha. Na dann. Ich würde meinen Hunger eigentlich gerne Switch anpassen, aber Perk. okay. Alle Perks müssen deaktiviert sein. Das sind mittlerweile viele. Okay.
Okay. Ja, das sind verdammt viele. Ich bin auch schon hier am Dauer-Entperken. Melone weiß gar nicht. Melone weiß gar nicht, was er mir hier antut. Und Yeezys weg wahrscheinlich. Zweite Regel. Rüstung ausziehen, auch die Yeezys. Mhm. Niemand bringt mich dazu, meinen Busch auszuziehen. Niemand. Der Busch kann ja anbleiben. Ja, ja. So, Yeezys in die EC. Ich packe auch mal ein paar Eier in die EC, damit ich ein paar Eier von dem anderen Ding aufhebe. So. Es dürfen keine Items verwendet werden, die nicht auf dem Plot gefunden werden, Busch. Okay, die, weiß ich Bescheid. Dann aber muss ich die jetzt hier leider droppen. So. maximal 9 Spieler. Das passt. Jedes Item, das signiert oder umbenannt ist, ist für das Weiterkommen wichtig. Okay. Man darf auf alles zugreifen, aber keine Blöcke abbauen. Schaltungen können auch durch zwei Dinge aktiviert werden, wie zum Beispiel das Umlegen eines Hebels und die Aktivierung einer Druckplatte. Bevor man... Was nehmt ihr für Zaubertränke? Ah. Also ich will keinen. Ja. In den Dekontaminationsbereich kommt, braucht man eine Laborkarte und eine Selbstzerstörungskarte. Redstone muss aktiv sein. Viel Spaß. Ja, Leute, das war jetzt eine ziemlich lange Einleitung. Ungefähr so lang, wie die anderen Räume insgesamt bisher gedauert haben. Nee, ich glaube, das pH ist das, wie wir wirklich anfangen. Ja. Nee, dann gehe ich mal ins Haus rein. Ja, ich habe mal ums Haus drumherum geguckt, da war nichts zu sehen. Ich habe dir eine TPA geschickt. Erst nehme ich kurz ein. Jedes Mal... Druckplatte, warte mal. Und die Antwort ist 42, aber... Warte mal, hier ist eine Kerze. Hier ist einfach nur eine Torch. Oh, der Hebel hier macht was. Der bewegt einen Pisten, aber wo? Die Druckplatte auch. Hier. Wenn du einfach nicht so viel rumhampeln würdest, hättest du keinen Schaden genommen. Oh, hier gibt's. Hi, willkommen im Redstone-Raum. Du musst durch eine Kombination von zum Beispiel Knöpfen, Items und so weiter die Geheimtür vom Labor öffnen. Zum Labor. Wir hätten die Fackel mitnehmen sollen oben. Dürfen wir das? Oh, hier gibt's Kekse. Wir dürfen nichts abbauen, aber hier, der Nein, ist noch in den wir dürfen Ofen. Nichts abbauen, aber oben lag eine Fackel in der Kiste. Oh, okay. Testobjekt 2207. Also ich habe den Keks geheißen, der muss noch in den Ofen. Hier ist das Testobjekt 2207. Oh nein. Siehst nein, du das? So, ich habe die Fackel mal geholt. Ah, sehr gut. Testobjekt 2207. Und da ist auch eine Chest. Ach, Melone. So. Da ist auch eine okay. Chest, aber da komme ich nicht ran. Die ist nicht... Lederjacke, Lederhose. Die ist nicht zugreifbar. Okay, also ich habe Lederstiefel, Lederhose, Lederjacke, einen Kopf von mir, eine Fackel und einen Keks, der heißt, der muss noch in den Ofen. Dann habe ich noch Brote. Ich habe einen Keks, der heißt Keks. Karotten und Weizenkörner. So, was soll denn hier überhaupt passieren? Also wenn wir hier, haben wir eine Glock. Wenn ich jetzt hier mal den Keks reinwerfe, dann fährt der Pisten aus und runter, aus und runter. So, hier ist ein Ofenbusch. Das ist der einzige Ofen, den ich hier sehe. Ja. Der muss noch in den Ofen. Dann ist hier die Druckplatte. Da ist eine Druckplatte. Ich habe den mal in den Ofen gelegt. Das Problem ist nur, wir können den nicht bepowern, weil der Keks kann nicht nochmal gebraten werden. Auf jeden Fall. Aber wenn okay. Hier draufsteht, dann funktioniert das jetzt erstmal nicht. Ja, verstehe. Stellen wir uns doch mal... Ah nee, warte mal. Ist drei Druckplatten und ein Hebel... Und es ist tatsächlich, da ist auch noch ein Knopf hinter dir. Ah, und ein Knopf. Warte mal, das klang aber jetzt gerade nach Durchgang, ja. Was waren nochmal die Regeln? Nichts abbauen, aber wir dürfen alles rausnehmen. Wieso ist das jetzt wieder zugegangen? Ja, weiß ich nicht. Ich bin unten. Ha. Nichts abbauen, aber alles rausnehmen dürfen, was wir Ja, können. Genau. Wir dürfen alle Items benutzen und nur die Items benutzen, die wir finden.
Ja, gut, dann nimm du jetzt auch mal hier deine Labor Rüstung. Zerstören. Du musst in die Dekontaminationsdusche und dann nur noch das Labor zerstören und somit den Virus erhalten. Ja, dann klaue ich mal die Rüstung. Ich glaube nicht, dass das vorgesehen ist, aber... wie habt ihr so schnell die Tür aufgemacht hier? Ich habe auf den Knopf gedrückt. Oh, ich werde gerade dekontaminiert, glaube ich. Ey, du kannst doch nicht meinen Kopf klauen. Bitteschön, den hast du draufgelassen. Ja, natürlich habe ich ihn draufgelassen. Klau dem Mann doch nicht die Köpfe. Ich denke, wir könnten die noch brauchen, meinst du nicht? Ich glaube nicht. Ich bin durch die Kontamination. Ich glaube, ja wieder draufsetzen. Ich glaube noch nicht mal, dass wir die Rüstung nehmen sollten. Oh oh, oh oh, lass uns raus, Alien, lass uns raus, Alien! Nicht. Das geht schon. Ich nehme die Wassereimer mal mit. Oder nicht? Was meinst du, Rouge? Nein, das ist, glaube ich, nicht vorgesehen. Okay. Nee, auch nicht. Oh, Alien, puff. Ich hab zwei Kekse. Einlegen und das Labor zerstören. Fast geschafft, du musst die Laborkarte einlegen, sobald durch die Türe durch bist. Schließt sich. Labor. Was? Die Schilder machen mich wahnsinnig. Fast geschafft, du musst die Laborkarte einlegen, sobald durch die Türe durch bist. Sobald du durch die Tür durch bist. Ja, aber da fehlt das du. Und die Notbeleuchtung wird aktiviert. Du musst nur noch die Karte einlegen und das Labor zerstören. Wer hat eine Karte? Jetzt hör auf, dem schon wieder die Sachen zu klauen. Ich hab die Karte nicht. Ja, dann haben wir die Karte verpennt. Oh Mann, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Es scheint so. Ich hab immer noch nicht dieses pH, warte, ich schicke mir nochmal ein TPA. Oh Mann. Okay, dann müssen wir nochmal oben alles genau absuchen, ey. Ja, hier ist nix, außer dass Busch im Bett liegt. Und hier hat er auch schon die Sachen geklaut. Nein! Ei! Nein, der war leer. Überall klaut er das Zeug. Ein Wunder, dass der Kuchen noch da ist. Ja, ich habe keinen Hunger bisher. Ach, ja, den hat jetzt weg. Alien geklaut, okay. Warte mal, und die Antwort ist 42. Meint ihr, das brauchen wir auch noch? Ja, das habe ich auch schon überlegt. Oder ob das nur... Ich guck mich mal außen schnell um. Da geht doch irgendwo... Hier liegen zwei Knöpfe auf dem Boden, aber ich glaube, das ist nur dekorativ. Ja, ich glaube auch. Okay, und da hinten, nee, das ist nur Schaltung. Nee, okay, ich glaube nicht, dass hier draußen was ist. So, was ist denn mit dieser Kiste, an die wir nicht rankommen? Wieso ist die jetzt komplett versteckt? Die war doch vorhin sichtbar. Ah, jetzt ist sie sichtbar wieder. Aber man kann sie nicht öffnen. Und unter der Kiste ist unter der Kiste ein Trichter, das sieht fast so aus. Was ist denn mit dem, der noch in den Ofen muss, der Keks? Ist der noch da? Vermutlich, ja, der kann nicht abgesaugt werden, da wo er jetzt liegt. Okay. Da ist eine Kiste, okay. Die Frage ist, wie kommen wir da ran? Fährt vielleicht noch ein Pisten... wieso bist du rangekommen? Naja, man darf halt nicht auf die Ranken klicken. Ja, okay. Laborkarte, Selbstzerstörungskarte. Okay, ich hab die Laborkarte. Dann einmal raus aus dem Haus. Wir haben jetzt einen Knopf gekriegt. Hier mit dem Knopf. Ah. Ich hänge in der Spinnwebe. So, jetzt. So, Desinfektion. Oh, hier mit dem Knopf, du sagst mit dem Knopf, ich finde aber gerade keinen Knopf. Rechts von dir der Knopf, also rechts von deiner Figur. So. Und
Accounts. So, nochmal ganz kurz. Was war? Du musst die Laborkarte einlegen. Sobald du durch die Tür bist, schließt sie sich und die Notbeleuchtung wird aktiviert. Du musst nur noch die Karte einlegen und das Labor zerstören. Okay. Das heißt, ich habe die Laborkarte. Die lege ich gleich ein, wenn Busch da ist, damit wir zusammen durchgehen können. Weil er hat ja geschrieben, die schließt sich gleich wieder. Ja, mal gucken, wo der ist. Da kommt er. Okay. Hast du was zu essen? Achtung, ich lege die Karte ein. Und sie ist schon verschwunden. Ah, die schließt sich wahrscheinlich, wenn wir auf die Druckplatte gehen. Okay. Alien? Ach, da hinter mir. Okay. Sobald das Licht anfängt zu flackern, hast du 10 Sekunden Zeit, bevor du verloren hast. Leute, lest die Schilder. Hier, leg ein, wo auch immer. Oh, hier gibt's eine Rüstung. Hier, Zerstörung einlegen. Und dann ums Leben rennen. Ja. Also mir gefällt das sehr, sehr cool hier unten. Aber wie soll ich denn hier um mein Leben rennen? Oh, TNT! Ich glaube, wir haben verloren. Sicher? Das Labor wurde zerstört und wir leben noch, oder? Gibt's hier nicht noch einen Ausgang? Vielleicht geht er. Ah, ich habe keinen Feuerperk. Oh Gott. Wie willst du denn da auch durch? Wie willst du denn da durch, Busch? Du hast recht, aber dass man da. Ja. Warum zerstörst du nochmal? Oh, ich habe mir nochmal eine Rüstung geholt, aus Versehen. Also. Ich glaube, dass es hier keinen Ausgang gibt. Ich glaube auch, dass es hier keinen Ausgang gibt. Ich bin ein wenig verwirrt. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr passiert nicht mehr. Ich meine, wir haben das Labor zerstört, es war unsere Schuld, also ist es ja nur zu Recht, dass wir unser Leben hier lassen, oder? Also ich find's gut. Ehrlich gesagt, ich find's gut, weil es ist schön gebaut. Also so rein optisch, dieser Laborraum auch hier und oben die ganzen Schaufenster und alles und auch das Terra und so, ist schon wirklich ein schön gebautes Plot. Vor allem eine durchgängige Story auch und ich sollte den Leuten dann wieder ihre ganzen Kappen und alles zurückgeben. Durchgängige Story, da hat sich richtig viel Mühe gegeben beim Schreiben von den ganzen Sachen. Finde ich nicht schlecht. Ich muss niesen. Okay. Ja, ihr Lieben, das war's. Wir haben wieder Terror gemacht. Das war's, ihr Lieben. Wir haben das Labor zerstört und damit sind wir raus. Wenn euch das Ei gut gefallen hat, dann lasst ein Like da und gebt damit Mr. Melone und Rosa Bömber die Chance auf den Gewinn des Spawners. Und wir sehen uns dann beim nächsten und letzten Ei in dieser Reihe. Und schon bald werden wir wissen, dank eurer Likes, wer den Spawner mit nach Hause nehmen darf. Bis dann, euer Rusch. Ciao. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Ganz wichtig.